Hallo, mein Name ist Sven und ich bin von Geeks Live Luxemburg. Ich bin heute hier auf der Hanami 2016 und neben mir sitzt die liebe Jenny. Hallo Jenny. Hallo Sven. So, für alle Leute da draußen, Jenny, wer bist du und was machst du hier? Also ich bin, wie gesagt, die Jenny. Mehr oder minder bin ich da auch der Meinung, dass ich die einzige Jenny bin. Ich bin auf vielen verschiedenen Cons für die Helferkoordination zuständig, unter anderem für die Dokumi, die Cosday. Ich habe auch schon die Helferkoordination für die Gamescom Cosplay Village gemacht. Mache das auch mehr oder minder so ein bisschen für die Cosday auf ihrem Einsatz für die Frankfurter Buchmesse. Und hier auf der Hanami bin ich für den Bereich Ordner zuständig. Okay, das heißt, du bist eigentlich so die Managerin von den freiwilligen Helfern. Richtig. Gut, also das heißt, so im Durchschnitt bist du eigentlich immer mit total zufrieden von freiwilligen Helfern, die du so für die Cons hast. Also ich sag mal so, im Durchschnitt betreue ich so 50 bis über 400 ehrenamtliche Helfer in meinen Teams, mit natürlich verschiedenen Leuten, die dann mit mir zusammen im Team arbeiten, mit Bereichsleitern, die auch diese Subteams dann führen. Aber grundsätzlich, ja, ich bin einer der Hauptanlaufstellen, um diese Helferbewerbung, die dann bei uns eingehen, zu bearbeiten. Okay, das heißt, wenn jemand dann freiwillig für die Con arbeiten will, muss er sich dann eben halt durchs Anmeldeformular durchkämpfen, dass du dann weiter verarbeitest. Immer noch ein Bewerbungsformular, muss ich sagen, weil es gibt ja tatsächlich die Fälle, wo wir sagen, es sind Kinder- und Jugendveranstaltungen, wir müssen halt auch schauen, ob das zu unserem Team passt. Verschiedene Kriterien werden wir da einfach durchgehen in einem Bewerbungsformular und wir freuen uns über jeden ehrenamtlichen Helfer, den wir später dann in unserem Team aufnehmen können, ja. Ja, natürlich. Also man kann ja nie genug freiwillige Helfer haben. Ich glaube, ich bin ja auch dieses Jahr wieder hier als freiwilliger Helfer. Und ja, also ich persönlich kann nur sagen, aus Erfahrung heraus, ich komme lieber als Helfer her, als Besucher. Also das ist jetzt meine. Aber jetzt so mal so nebenbei, was für Vorteile hat jetzt jemand, der lieber als Helfer kommen würde? Also als Helfer, vielleicht so von meiner Seite aus gesehen, bevor ich Orga wurde, war ich ja auch mal Helfer und bevor ich Helfer war, war ich eigentlich auf den Veranstaltungen auch immer mal Besucher gewesen. Als Besucher hat man natürlich so die ganzen Vorteile, man schaut sich dieses Programmheft an und kann sich alles Mögliche anschauen, wenn es nicht gerade parallel liegt. Und als Helfer hat man in erster Hinsicht, wenn man das oberflächlich betrachtet, nicht die Möglichkeit, vielleicht das ganze Bühnenprogramm mitzuerleben. Aber, und das ist der Vorteil, man kann in einem großen Team zusammenarbeiten und hinter den Kulissen arbeiten. Man fungiert wirklich dann halt als die kleinen helfenden Hände, damit alles für den Besucher perfekt läuft. Das ist so eine Sache, wo ich sage, das war eines der Dinge, die ich zuerst geliebt habe. Und natürlich bekommt man dann viel mehr Einblick hinter, was es denn so hinter diesem Event steckt. So das Herz des Events, sage ich mal, natürlich, die Besucher sind glücklich und so weiter und so fort, aber das Herzstück der Sache ist meiner Meinung nach wirklich die Helferfamilie. Ich nenne sie schön meine Con-Familien schon, die ich dann zusammenführe auch. Man erlebt dann, wenn man schon länger dabei ist, wirklich, dass auf jeder Con doch mindestens so 20% der Helfer doch noch sich in den anderen Helfersachen wiederfinden. Und das ist schön. Die Leute freuen sich darauf, sich gegenseitig wiederzusehen. Ja, also man sieht ja auch jährlich immer meistens auf der gleichen Convention auch immer die gleichen Leute. Also es sind immer wieder neue dabei, es sind aber auch ganz viele alte immer dabei, was auch gut ist. Das heißt, man kennt sich untereinander, weiß, wer einer der andere arbeitet. Okay, also da fällt mir nur noch eine Frage zu ein, und zwar, es ist ja auch so, viele Leute fahren ja auch nicht zu den Cons, weil sie eben halt finanziell Probleme haben oder sich einfach die Tickets nicht leisten können. Aber da wird dann natürlich auch, wenn du als freiwilliger Helfer kommst, wird da einem auch entgegengekommen. Genau, also man bekommt zum einen das komplette Wochenendticket für die Veranstaltung. Man hat dann also die Möglichkeit, in seinem Pausen als Besucher diese Con zu erleben. Man bekommt in den meisten Fällen Helfer-T-Shirts, damit man sich natürlich auch dem
Gast gegenüber präsentieren kann und auch die Veranstaltung repräsentiert. In den meisten Fällen ist die komplette Verpflegung mit eingeschlossen, sprich Essen und Trinken. In vielen Fällen ist auch eine Unterkunft mit kleiner Zuzahlung oder auch komplett kostenfreier Übernachtung möglich. Was die Helfer dann tatsächlich selbst zu tragen haben, sind die An- und Abfahrtskosten. Ja, im Vergleich zum Rest ist dann auch wirklich wenig. Ja, ich würde das schon sagen. Und man hat immer den Vorteil, wenn man beim Abbau mithilft, sind die Händler meistens sehr gewillt, nochmal einen großzügigen Rabatt zu geben. Sollte man vielleicht auch nicht vernachlässigen. Das stimmt natürlich. Auf jeden Fall, es bringt eine Menge Vorteile, als Helfer mitzuhelfen. Sonst würde die Con ja auch nicht stehen. Ich glaube, die steht und fällt auch mit freiwilligen Helfern. Auf jeden Fall ist es, also es gibt die Unterschiede zwischen normalen Besucher und Helfer, aber beides hat seine Vor- und Nachteile, wie bei allem anderen auch. So, auf jeden Fall, das war es jetzt von mir. Deshalb sage ich vielen Dank an dich, Jenny, fürs Interview. Bitte gerne. Und ja, da wünsche ich noch einen schönen Rest von der Hanami. Vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns auf der nächsten Convention. I'm not your fucking chance.